Mein Name ist Willi Hetze, ich komme aus Dresden. Ja, bin Verlagsredakteur beim Sächsischen Druck- und Verlagshaus. Also seit 6 Jahren widme ich mich intensiver der Literatur und auch dem Schreiben. Poet bewegt, der Preis sagt es, man muss etwas finden, was einen auch bewegt. Und man muss versuchen, den Leser mitzubewegen. Ich heiße Eva Wohlfahrt, ich komme aus Jena. Ich habe schon immer gerne aufgeschrieben, was ich so gefühlt habe. Also besonders über so extreme Gefühle wie Liebe und Hass. Also das ist ganz stark, halt die Zwiespältigkeit ist bei mir ganz oft ein Thema. Ich heiße Kerstin Geißler, komme aus Lengefeld. Ich bin selbstständige Damen- und Herrenschneiderin. Durch Zufall vor circa 2,5 Jahren habe ich das so für mich entdeckt durch Internetseiten. Da wurden Kurzgeschichten verfasst und ich habe zum Spaß einfach mal mitgemacht und bin dabei geblieben. Ich heiße Christina und ich wohne in Leipzig. Ich würde kein Themengebiet eingrenzen. Ich würde sagen, dass ich immer so vom Wort aus arbeite. Es ergibt sich irgendein Wort, irgendeine Wortkonstellation und daraus entsteht dann irgendwas. Oh, ich heiße Mario Apel und ich komme aus Dresden. Ich habe eine Ausbildung, ich habe einen Mittelschulabschluss gemacht und mache jetzt eine Ausbildung als Verlagskaufmann. Was ich am Tag so in mich aufnehme, das kommt dann irgendwie wieder zurück, teilweise verarbeitet, teilweise unverarbeitet und daraus entsteht dann eigentlich ein Text. Manche sagen, meine Texte wären eklig, ich finde meine Texte nicht eklig. Manche sagen, meine Texte wären witzig, ich finde meine Texte auch nicht witzig. Ich heiße Jeanette Kiesinger und ich wohne in Chemnitz. Ich studiere Germanistik und Philosophie. Ich bin ziemlich romantisch veranlagt. Und schreibe gerne über Liebe, ich schreibe aber auch gerne über Kinder und eigentlich größtenteils über Alltagsbegebenheiten. Ein guter Text, damit muss ich mich auf jeden Fall identifizieren können, also ich muss den Text leben können. Ein Kopfkino, würde ich dazu sagen. Also wenn ich Kopfkino habe, dann habe ich einen guten Text vor mir. Also man sollte selbst bewegt sein und selber den Anspruch haben, andere zu bewegen. Und zwar geht der Preis in der Kategorie Buchhandel an Jana Klar. Und der Publikumspreis von Poet bewegt 2009 geht an Jana Klar. Ja, ich bin noch, ich kann das noch nicht fassen, ich bin noch irgendwo anders, weiß ich nicht, irgendwo in meinen Texten oder so. Das, der Goldfisch ist der wirklich allererste Text, den ich geschrieben habe. Also der Text, wie man es nimmt, entstand, weil ich Zeitungen gelesen habe, auch morgens, und mich geärgert habe, dass immer so negative Sachen in den Zeitungen entstehen und immer über große Menschen geredet wird. Und dass viele Leute so vergessen, was um einen herum passiert, und dass so viele Kleinigkeiten im Alltag einfach auch spannend sind und wichtig, und die sollte man, das möchte ich ernst nehmen, und die sind auch schön, und oft verlieren die Menschen den Blick für die guten Kleinigkeiten, die wichtig sind, um ein gutes Ganzes irgendwann, ein gutes Großes irgendwann zu schaffen. Ich bin Hanna Stein. Heute sitze ich in der Jury und höre mir die ausgewählten Texte an. Einen guten Text, der sollte beeindrucken und einen mitreißen und Emotionen hervorrufen. Mein Name ist Lydia Jaekel, ich komme aus Quedlinburg und ich war in der Jury. Schreibst du sonst auch das? Von Zeit zu Zeit ja, aber nicht für die Öffentlichkeit, sondern nur für mich und ja, meine eigene Welt. Ich glaube, meine eigene Welt, die ist ganz tief in mir vergraben und kommt immer mal wieder hoch, und dann muss ich die irgendwie verarbeiten, und das geschieht dann manchmal in Texten. Ich heiße Frank Weißbach, ich bin mit hier im Orga-Team, das heißt, dass ich gewisse organisatorische Aufgaben mit übernommen habe. Also zum Beispiel habe ich das Vorwort zu der Anthologie geschrieben und ich werde ein bisschen die Kasse betreuen und ich darf heute einen Text lesen von Kasimir Eugen. Ich habe im ersten Jahr selbst mitgemacht, aber nichts gewonnen, und dann habe ich den Tom kennengelernt und bin in der Schreibwerkstatt Poetenpub geblieben. Ich habe dieses Jahr die Veranstaltungsleitung übernommen. Ja, was macht man da? Dafür sorgen, dass alles zur rechten Zeit geschieht. Man sucht nach Kooperationspartnern, nach Förderern, Sponsoren, versucht das Geld irgendwo aufzutreiben, was dazu nötig ist, um so einen Wettbewerb zu stemmen. Und ansonsten macht es eine Menge Spaß.
gut, mit einem Satz gesagt, das Ziel des Poetbewegt an sich ist ja, junge Autoren zu erreichen, vor allen Dingen welche, die noch gar, vielleicht noch gar nicht dran gedacht haben, dass in ihnen ein Autor steckt, möglichst viele dazu zu bringen, das doch einfach mal auszuprobieren, weil es kann ja nicht viel passieren dabei. Das Risiko besteht darin, in die Finalrunde zu kommen und dann vielleicht noch einen Preis zu gewinnen. Das ist eigentlich ein vertretbares Risiko. Die Jury ist 12-köpfig. Und da muss man dann, oder da haben wir einen gewissen Anspruch an die Juroren, wie die sein müssen und wie die Jury aussehen sollte, dass die einen ziemlich breiten Bereich abdeckt, dass dort nicht nur Professoren sitzen, sondern ja, ganz unterschiedliche Leute. Um möglichst viele Blickwinkel zu haben und dass uns keiner durch die Lappen geht an guten Texten. Der Text sollte ehrlich sein. Ich glaube, das zu spüren, ob ein Text aufgesetzt ist oder ob ein Text aus dem Autor rausgekommen, ob der Text den Autor geschrieben hat, ob ihm das wirklich brennt, was er da sagt. Das ist mein persönlicher Anspruch, aber da gibt es ganz unterschiedliche Blickwinkel. Ja, ich bin sehr zufrieden. Es gehört immer ein ziemlich großes Team dazu, um so eine Sache zu stemmen. Und mit denen war ich allen zufrieden. Die haben alle ihren Job gut gemacht.